Ich versammle. Hallo, Gefangener. Hallo. Was, wie geht es dir? Bisschen beschissend. Zum Glück haben dir unsere Leute Deutsch beigebracht. What do you want from me? Außerdem, wenn du jetzt noch ein Wort sagst, blase ich dir den Kopf weg. Wir werden dich gleich ausfragen. Nee. Müller! Ja, hier Müller. Kommen Sie sofort in unseren Vorposten. Verstanden, Sir, bin unterwegs. Sir, wo sind Sie? Sir? Herein. Hallo. Müller. Setzen Sie sich. Fragen Sie nicht, was hier passiert ist. Wir mussten ihn halt ein bisschen foltern. Wir müssen heute noch diesen Stützpunkt angreifen. Das Problem ist, wir haben keine Männer. Und bis die Männer an der Front wären, würde es 2 Tage dauern. Aber wir brauchen diesen Stützpunkt heute. Das heißt, wir zwei müssen es machen. Alleine. Und dieser Mann hier gibt uns die Information, dass wir so gut wie möglich dahin kommen können. Mhm. Verstehe. Also fragen Sie ihn mal jetzt nach den Daten. So, Freundchen. Rede. Los, rede. Rede. Ich weiß nicht, wie viele Männer da sind. Weißt du wenigstens, wie viele Panzergeschütze ihr da habt? Was? Panzergeschütze. Panzer. Wir haben da 2 Panzer stehen. 2 Shermans. Ach, das weiß er. Ah ja, alles klar. Brauchen wir noch irgendwas, Sir? Es wäre gut, ob Soldaten halt im Wald irgendwo platziert sind. Du hast ihn gehört. Beantworte die Frage. Im Wald? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber, das sind mindestens 4 Männer. Sind da auch irgendwelche Panzer? Im Wald? Im Wald sind keine Panzer! Brauchen wir ihn noch, Sir? Nein, nehmen Sie ihn mit. Verstanden. Irgendwelche letzten Worte? Ich fick dich auseinander! Wenigstens ist er für sein Land gestorben. So, wir müssten auf die Mission nun aufbrechen. Wir wissen ungefähr, wie wir vorzugehen haben. Du übernimmst einen Panzer, ich übernehme den anderen. Los geht's. Hallo Freunde. Wir haben, Moin, wie ihr vielleicht den Anfang bemerkt habt, wir sind heute 2 Deutsche. Ich bin Deutschland. Ich bin General Schwarz und er ist Feldwebel Müller. Wie ihr bemerkt habt, haben wir diesen Amerikaner ausgefragt über die Basis. Und unsere Mission ist, diese Basis einzunehmen. Ach, da oben ist eine Kamera. Hallo. So. Und da, verdammt. Damit starten wir jetzt. So, folgst du mir? Ein bisschen vorsichtig vorgehen. Soll ich hinter sie sein? Ich muss noch kurz Munition holen. Ich muss auch Befehle erteilen. Bleiben Sie bei mir erstmal. Taschenlampe aus für Schleichen. Hallo, lauf mich einfach weg. Tu ich nicht.
Vor allem, wie es nur manchmal richtig ruckelt und dann läuft es weiter. So. Feldwebel, mir nach. Schanze, ich bin direkt hinter ihm. Ab in den Graben. Ducken Sie sich. Was haben Sie da für eine Waffe? M5. Also, hast du geklaut? Ja, immer doch. Wir werden beschossen. Feindbeschuss. Stellung halten. Haben Fernglas. Shotgun. Welche denn? Aha, dass wir gerusht haben. Teabaggen. Ich dachte, es sind noch wir im Wald. Mindestens, hat er gesagt. So. Echt? Ja. Okay. Jetzt wissen sie sowieso, dass wir kommen. Panzer, voraus! Hier hinten dran gehen. Nicht ausmachen, es ist zu dunkel. Den Panzerschreck. Ah. Ich schieße einfach auf das Mündungsfeuer. Aber warte, ich hol das Brennglas raus. Ich sehe einen. Ein Panzer ist da. Treffer. Ich habe daneben geschossen. Panzer zerstört. Ich hab irgendwann V gedrückt. Vorrücken. An die Panzersperren. Verstanden. Feindlich Kopfbeschuss. Ich schleiche durch die Panzersperren durch. Ich? Ruckle mich zu dem Graben. Nein. Ah!
Hallo. Ich hätte sie fast getötet. Ich hab viele davon. Schrotwinde raus! Hey, Ben. Was denn? Geh oben drüber lang. Da sind welche im anderen Graben drin. Soll ich eine Flare losschicken? Wir brauchen diesen Schützpunkt. Vielleicht hol die Panzer, hol die Panzerschreck raus. So, vielleicht bekommen wir mit einem Flare-Signal. Ah! Ja, kommen Sie zurück. Ich bin verletzt. Holen Sie mich. Ziehen. Die Explosion hat mich erwischt. Geil. Sterben Sie jetzt? Danke. Aber wie kann es bitte schön sein, dass wir es so weit geschafft haben? Schlecht ausgebildet? Das sind... vier Männer. Ich bin keine Ahnung mehr. Schieß auf dich. Wir müssen diesen Panzer ausschalten. Sind Sie? Hinter Ihnen.
Panzer. Oh, hier ist der Panzer. Ich habe ihn gefunden. Ich versuche den Panzer auszuschalten. Können Sie mir seine Position nennen, Sir? Hinter dir ist ein Truck. Haben Panzer kaputt gestellt. Gut, gut, ja. Ich bin in den Panzer sperren. Steck in den Panzer sperren. Gesichert. Alles. Das Problem ist, wir wissen nicht, wie viele Leute hier sind. Er hat nur gesagt, zwei Panzer. Wir durchsuchen den Bunker. Zusammen. Hopp. Panzer. Lassen Sie mich vor, bitte. Rechte Seite gesichert. Seite sicher. Bunker gesichert. Anderer Bunker. Warten Sie, wo sind Sie? Anderer Bunker. Warten Sie. Ich bin immer noch ich. Das war ein Test. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Zu spät. Ist sicher. Wer hat Ihnen bitte das Granatenwerfen beigebracht, Sir? Halten Sie die Fresse. Ich habe einen höheren Rang als Sie. Ist mir doch egal. Wir haben, aber nach dieser Aktion hier, haben wir beide eine Beförderung bedient. Müller, wir haben es geschafft. Yes, Sir. Was machen Sie dort? Weiß ich selber nicht. Meine Mama hat gesagt, ich bin immer ganz besonders. Wer hat diesen Typ zur Armee gelassen? Keine Ahnung. Und warum ist er unser Schutz? Wie gesagt, keine Ahnung, Sir. Tut mir leid. Okay. Soll ich ihn rausschaffen? Nein. Okay. Wir haben es geschafft, diesen Bunker, also diese Anlage alleine zu erobern. Dürfen wir jetzt tanzen? Könnten wir. Aber? Machen wir nicht. Oh. Uff. Warum? Ich will tanzen. Aber... Können Sie jetzt mal aufhören damit? Nein, kann ich nicht. Tut mir leid. Außerdem, das was mit dem Video... Ich muss noch etwas machen, bitte. Tschüss. Warte nicht, noch nicht, bitte. Okay. Ich muss kurz alle Farben Lampen machen, weg. So. Alles so dunkel. Wer hat Bock auf Disco? Scheiße, ich kann meine Maus nicht bewegen. Hilfe! So, alles gut. Falsch drauf. Ja, ich kann sie nicht drehen. Nur so. So, Disco. Okay. Das war's mit dem, Video. Lasst doch ein Abo da. Und freut euch auf die Outtakes.